Sehen wir uns um. Vielleicht können wir Spuren finden. Es wirkt fast so. Suche in Jeremys Zimmer nach Hinweisen. Das machen wir. Können wir schon? Können wir schon? Okay, also wir brauchen anscheinend noch die sechste Platte und erst dann können wir lustiges Platten schieben. So, okay, unser Onkel oder ihr Onkel hat wohl einen Ton gemacht. Krasse Figuren. Oh. Okay. Ein Buch. Leute, wir haben viel zu lesen hier irgendwie. Also ich hoffe, stößt euch jetzt nicht ab, aber tatsächlich sind die auch wirklich gut synchronisiert. Also lehnt euch zurück, entspannt euch, Füße hoch und let's read. In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der Schwelle meines Zimmers. Er zählt die Tage, bis meine Seele endlich meinen müden Körper verlässt. Nur seine bleiche Maske bewahrt mir den Rest meiner geistigen Gesundheit. Direkt in das Gesicht dieses Dämonensultans zu blicken, würde wohl die Zeit selbst zerspringen lassen. Hätte er für meinen Vater genauso ausgesehen, als dieser um sein Leben rang? Such dieses verschleierte Gesicht meine Nichte auf die gleiche Weise heim? Ich wünschte, ich könnte meiner Seele im sonnenbeschienenen Kloster von Taroea Ruhe schenken. Würde ich dich dort finden, Juan? Oder Signora Perusi, die aus dem Jenseits zurückgekehrt ist? Jede Nacht verstecke ich mich vor ihm. Ich flüchte von einer verzerrten Erinnerung zur nächsten. Ich erlebe Szenen, die aus der Fantasie und aus Fieberträumen heraufbeschworen wurden. Es sind Orte, die ich nicht einmal wirklich malen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihren Tod verstehen, Signora. Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann, außer Sie in dieser kargen Nekropole zu begraben? Diese triumphale Kapelle, die sich über die Bücher und die Öfen erhebt, sie soll ihr Grab sein. Dort können sie ruhen und ich um sie weinen. Wie ist es Ihnen gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Wie konnten Sie wissen, dass der zerstörte Boilerkessel im Keller mich zum Lafayette-Friedhof bringen würde? Oder wie die alte Standuhr oben mit ihren astronomischen Motiven mich zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont bringen würde? Das sind meine Erinnerungen, meine Vergangenheit. Gibt es für mich vielleicht doch eine Chance, wenngleich eine winzige Taroea zu sehen? Ich will das mehr als alles andere. Bitte, mein Talisman soll mich dorthin bringen. Ich will neben Juan unter dem Bodibaum sitzen. Obwohl sie mir den Talisman verkauft hatte, enthüllte Miss Jackson, die Voodoo-Priesterin, mir keines ihrer Geheimnisse. Deswegen musste ich nach Tancres reisen. Stattdessen erzählte sie grausamerweise Baptiste, meinem Pfleger, dass er auf die grässlichste Art und Weise verraten und getötet werden würde, dass die Person, die er liebte, sein Bein mit einem Speer durchstoßen und er von seiner eigenen Mutter verschlungen werden würde. Was für eine furchtbare Weissagung! Die Menschen in Dorsetto werden gefährlich. Sie verstehen nicht, was sie tun. Ich muss etwas tun, um sie aufzuhalten. Ich habe versucht, mit Dr. Gray zu sprechen, aber er verwechselt meine Sorgen mit anderen. Er ist darin gefangen, mich behandeln zu wollen. Wie kann er nur glauben, dass ich mit Medizin und Gesprächen zu heilen sein könnte? Die Pfleger, die Haushälterin und die Patienten sind alle verrückt. Sie werden das Böse in diese Welt rufen. Alles wird untergehen. Alles. Es sei denn, ich kann den Sekretär finden, Mr. Waits. Er schien mir bei klarem Verstand zu sein.
Oder vielleicht Borgard. Der Schattenmann hat mir ein Gefängnis angeboten und ich habe es angenommen. Ich habe diesen ungerechten Vertrag unterschrieben und bin einen dunklen Pakt mit ihm eingegangen. Alle werden sicher sein, außer mir. Okay. Ich weiß nicht, sind das Muster, die wir uns merken müssen? Ich glaube, das sah so ein bisschen aus, wie das auf dem Boiler drauf ist. Vielleicht. Vielleicht? Vielleicht auch nicht, wer weiß. So, das waren jetzt eine Menge Seiten. Alles klar. Dankeschön, Onkel. Was ich sagen wollte, ist es... Oh, warte mal, okay, hier kann man anscheinend interagieren. Ah, sprechen. Er hat ja anscheinend so eine Affinität zu etwas morbiderer Kunst. Da fragt mich, was immer irgendwie kommen diese Gedankengänge durch das Erschaffen der Kunst oder manifestiert sich die Kunst durch solche Gedanken? Also was ist zuerst da, Huhn oder Ei? Ne, irgendwie. Wie ist denn eure Meinung dazu? Würde mich mal sehr interessieren. An der Stelle. So, in der Zwischenzeit hole ich mir hier nochmal eine bemalte Scheibe. Was? Oh, die nehme ich. Sehr schön. Was? Ach so. Verstehe. So, die bemalte Scheibe könnte ich auch hier mal einsetzen, wa? Wäre glaube ich ganz geil. So, denn lass uns doch mal hier den Baum. Ist das jetzt einfach so ein stumpfes Wechseln? Ja, okay, cool. Das ist ja noch angenehm. Sag und häng eine halbe Stunde dran. So, was haben wir hier? Eine Karte? Nee, eine Zeichnung. Hey, wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Das ist ja die Kritze eines Irren. Helfen Sie mir mal kurz. Würde es ihn umbringen, auch mal was wegzuwerfen? Ich würde auch durchdrehen, wenn so viel Müll rumliegen würde. Sieht doch noch ein schönen Bilderrahmen aus. Also klar, der Totenschädel auf dem Tisch. Weiß ich nicht, ob der jetzt sein muss, aber... So, was haben wir da Schönes eingepackt? Ah, das Necronomicon. Die Abendlektüre des Onkels. Oh, wow. Beeindruckend. Das will ich behalten. Das will ich behalten. Reflection. Okay. Scheinbar ist das der Onkel, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt eine Erinnerung. Was? Oh, okay. Na schön, kommen Sie. Einfach erstmal abjetzt. Ich möchte zu Dr. Gray. Okay, aber das Bild bewirkt etwas in uns. Kommen Sie, vielleicht gehen wir. Ja, ich komme. Erinnern? Miss Hartwood. Okay. Emily? Wo sind Emily? Sie? War da gerade ein Schatten? Eine Bewegung? Ein Schämen? Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Okay. Okay. Wir sind woanders, plötzlich. Untersuche den Laden an der Ecke. Schatz, ich geh mal kurz mit meinen Jungs runter und untersuche den Laden an der Ecke. So, können wir hier noch? Nee, können wir immer noch nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. Ich hoffe, wahrscheinlich werden wir jetzt bestimmt mit dem Kampfsystem konfrontiert. Kann ich diesen Besen mitnehmen? Ich würde mich sicherer fühlen damit. Kann ich da vorne noch? Liegt da noch was? Nee, nur eine Menge Kakerlaken. Nee. Hoppala. Uha. So, okay. Kann ich Schulter wechseln eigentlich? Ach, jetzt ist Erwin von nebenan. Der hat ganz schlimme Gicht. Die mir jetzt nicht so gut. Das ist immer wenn es feucht wird draußen. Also machen wir uns nicht vor, ich werde schießen. Ich werde schießen.
Geh weg! Hau ab! Lass mich vorbei! Lad doch mal nach! Er legt nicht nach. Alter, ihr habt auch einen Nahkampf? Ich würde gerne mit Nahkampf ein bisschen arbeiten wollen. Alter, was ist los? Lass mich doch mal hier vorbei! Ich möchte, hat ja ein Messer, nicht hier irgendwas. Alter! Jetzt verfatzt dich schon mal. Dankeschön. Dankeschön. Na, das war ja geil, Alter. Das war ja richtig gut. Jesus. Ja. Was zur Hölle war das? So, jetzt verstehe ich, was mit Kampfsystem gemeint ist irgendwie. Also du bist jetzt gerade weder rausgekommen, noch konnte er nachladen. Also das war ja richtig gut. Das war richtig gut. Premium-Kampf. Und hier gammelt noch was. Na klar, dankeschön. So, ich mal hier vorne in den großen Raum. Lauf doch bitte! Lauf! Forrest, lauf! Vielleicht schieße ich auch mal daneben. Könnte auch mal sein. Alter, er steht direkt vor dir! Er steht direkt vor dir, Mann! Ich sag mal, wie das mir jetzt nicht gut. So. Oh. Haben wir noch irgendwie die Chance auf Nahkampf? Waffen? Alter, ist doch jetzt hier ein... Zieh doch die Waffe! Also, jetzt der Puls gleich auf 200, Alter. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Und ich hab keine Patrone mehr. Ich keine Munition mehr. Wunderbar, ich bin am Arsch. Das wird ja ein Traum. Freunde, das wird ja ein Traum. Also, wer die Steuerung liebt, der wird das Kampfsystem absolut lieben. Hä? So, 3 Kugeln. Damit kommen wir nicht weit im Biomarkt, sag ich mal. Das wird ja ein Spaß. Yay. Und da fragt mich, hätte man da nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr Zeit investieren können? In so eine Steuerung. Ich weiß nicht, ob sowas noch gepatcht wird oder was, aber ich hoffe. Ich weiß auch nicht, können wir uns irgendwie vorbeischleichen? Warte mal, wenn ich jetzt die Lampe ausmache? Ne, dann ist der Mick sowieso am Arsch, war. Eigentlich hieß es ja früher. Da kann ich nicht lang gehen. Aber guck erstmal in die Möhren, vielleicht für ein bisschen Lappen. In der Hoffnung, wer hat da mit dem Satz überhaupt angefangen? Ja, nee, wenn ich das Licht ausmache, dann bin ich sowieso am Arsch, weil ich muss ja im Licht bleiben. Ja? Licht ist ja hier quasi Sicherheit. Also wird es auch kein Sneaken wahrscheinlich geben, oder? Was zur Hölle ist hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ah, guck mal, mit Q kann ich hier... Gegenstände können nach Gegnern geworfen werden. Mhm, schön, das kann ich jetzt nicht lesen. Aber. So, er hat jetzt. Was hat er jetzt gerade gemacht? Ich konnte den Text noch nicht mal lesen gerade. So, hat er jetzt was aufgenommen und hat er jetzt einfach nur was kaputt gemacht? Also, die Gegenstände, die kann ich kaputt schlagen. Wenn ich jetzt Q drücke, kann ich jetzt aber keinen Schwinger machen. Es ist. Kannst du in die Hocke gehen? Ja, können wir. Also, wir können auch schleichen tatsächlich. Die Frage ist halt nur irgendwie, ob die nicht meine Lampe sehen. Wenn die meine Lampe sehen, dann ist natürlich der Drops hier lutscht. So, warte mal. Hier vorne ist wahrscheinlich die Eckkneipe, die müssen wir gleich rein. Gucken wir hier vorne nochmal schnell. Erstmal noch ein paar Mülleimer looten. Also rein von der Atmosphäre ist das wirklich sehr, sehr geil, das Spiel. Kann ich nicht anders sagen. Also ist wirklich... Und ist sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. So, klau einfach jetzt hier das Fahrrad. Und verpiss mich hier. So. Johnny der Eroberer. Auf geht's. Kneipe. Ja, was scheint... Ach, hey. Lassen Sie sie nicht rein, Compère. Das sind nicht die Guten. Sind Sie... Ist das Ihr Laden? Hier gehört niemandem was. Wir sind alle fremd in Jeremys Geschichte. Jeremy war das? Wie? Der Pakt des Schattenmanns. Jeremy hat uns gewarnt. Wir haben es nur nicht geglaubt. Willst du mir mal den Hammer geben? Ich bin Detective Edward Cornby. Ich wurde von Jeremys Nichte angeheuert. Oh ja? Wie viel bezahlt sie denn? $150. Dann wird sie einiges für ihr Geld bekommen. Sind Sie ein Grübler, Kompär? Oh, grüß dich. Nur wenn es nicht anders geht. Ich glaube, Jeremy versteckt sich so, dass wir ihn nicht finden können. Er hat diesen Juju-Anhänger, der ihn führt. Der Talisman?
Genau der. Das ist ein Glücksbringer, den er von Miss Jackson bekommen hat. Die Voodoo-Priesterin? Sie wissen ja so einiges, Compère. Ja, die Mama Loa. Hier, der Schlüssel. Ich habe das Tor abgeschlossen, um die Ghule und Goblins draußen zu halten. Aha. Wenn sie da hingehen, finden sie vielleicht Hinweise, die ihnen helfen. Danke. Ich sehe mich um. Gib mir noch deinen Hammer da, den Schnitzelklopfer. Den würde ich gut finden. So, was haben wir hier? Batistes Schlüssel. Wir klauen einfach seinen kompletten Schlüsselbund. Ist ja nicht so, dass er mit so einem hässlichen fetten Hammer hinter uns steht. So, wir haben nochmal schöne Schlange. Na, schöne eingelegte Schlange. Das ist wichtig. So, was haben wir hier? Das ist so ein Voodoo-Laden hier scheinbar, ne? So, Pistolenkugel. Wunderbar. So, ich bräuchte noch ein paar Schrumpfköpfe. Und Fliegenbeine. Hast du das da oder musst du bestellen? So, könnt ihr nochmal mit ihm sprechen? Wollen Sie mitkommen? Nee, ich bleib eine Weile hier. Oh, wie das Auge zuckt. Nee, bleib eine Weile hier. Okay, alles klar, dann bleib halt da. Kein Problem. So, hier, oh, Patronen, die nehme ich auch noch mit. Wunderbar. Was haben wir noch? Was gibt es denn noch hier? So, hier, guck mal hier, eine Original-Fan Jory Jawson-Maske von Slipknot. Kann ich hier durch? Nein. Hier ist es noch ein bisschen, wunderbar. Okay, ich glaube, wir haben alles. Weiß ich nicht, ich denke schon. So, okay, dann lass uns rausgehen. Und mal gucken, wie es hier abgeht. So, hier hinten könnte ich nochmal kurz hinlaufen. Da kann ich nicht lang gehen. Okay, gut, gehe ich da nicht lang. Gar kein Problem. Gehe ich hier vorne um die Ecke. Okay, wir sind doch relativ schnell außer Atem. Kennt man ja tatsächlich von dem... Ach du Schande, was ist das denn, Alter? Nö. Nö. Oh, was haben wir denn hier? Ach, na, die sieht doch aus wie drei Schläge und dann ist er im Arsch, Alter. Hey. Was? Oh, was? Oh. Alter, ist das... Was ist das denn bei Penner, Alter? So, mit F? Warum denn mit F, Mann? So, komm ran hier. So, mein Freund. In your face! Das hält dir mal immer so einen Schlag. Das Ding ist kaputt. Warum? Warum zur Hölle macht man denn Waffen, die kaputt gehen? Wieso? Was? Wem bringt denn das was ins Spielen? Ja, dann findest du so ein Brecheisen und der hält drei Schläge. Dann ist kaputt. Wem willst du das denn erzählen? Na, sag mal. Ach, da hält mal der Pult schon wieder 200 hier. Also wirklich, Leute. Mann. Und dann hast du noch keine mal eine, hast du noch nicht mal eine Möglichkeit, jetzt zu sagen, ich behalte das, weil der Typ kam hier gerade irgendwie hinter der, weiß ich nicht, hinter der Rohre vor. So, das heißt, hier nach vorne muss ich jetzt mit Schusswaffen bekämpfen. Wie das wird, haben wir ja schon gesehen. Hallo. Oh, er hat anscheinend Angst vor der Fahrradklingel. Das ist gut. Ja, ja, verschwinde ruhig. Da, hier hätte ich es dir gezeigt gleich. Okay, wir werden den Hauptteil des Spiels damit verbringen, Mülleimer zu looten. Okay. Okay, vielleicht warte ich auch einfach, bis er woanders hingeglibbert ist. Dann würde ich mal tatsächlich die Taktik benutzen, die Benny hier gerade vorgeschlagen hat. Gegenstände können nach Gegnern geworfen werden oder zu deren Ablenkung genutzt werden. Q zum Antippen, um Gegenstände zu werfen. Q halten, um zu zielen. Okay. Oh, warte mal, hier ist noch was. Das nehme ich. Warum? Ich möchte das einfach bloß nehmen. Wenn ich jetzt Q nehme, dann schmeißt das. Was ist denn das für eine Scheiße? Das ist doch Blödsinn. So, hier vorne liegt noch so ein Kachelsteinchen, so ein Ziegelstein, meine ich. Ah, das habe ich ganz gut gemacht, finde ich. Und ich bin falsch gelaufen. Okay. Er hat mich gefunden. So, dann ist mir aber ja, ich bin schneller als er, von daher bin ich weg. Kannst mich mal. So, was ist das hier?
Folgt er mir noch? Nö. Super. Finde ich gut. So, dann kann ich kurz mal in Ruhe hier reinschauen. Sollen wir erstmal die Taschenlampe nochmal an. Oh, hallo, Freunde. Ein Beil. Das finde ich gut. Das finde ich gut. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition und vor Freude gibt es wahrscheinlich noch eine Auszeichnung, irgendwie Klingel an allen Fahrrädern oder irgend sowas. Nicht doch. So, Batistes Schlüssel wird benutzt. Wunderbar. Batiste hat anscheinend Schlüssel für jede Tor hier. Finde ich super. Batiste ist ist der Hausmeister hier anscheinend in dieser Stadt. Und das ist das Hotel oder was? Das ist das hier das Voodoo-Hotel oder wie? Ah, da oben ist nochmal so ein Gnamschel. So, okay, warte mal, wie kann ich denn jetzt quasi, wie wechsle ich denn jetzt meine Waffe? Über Draht? Nee. Tja. Okay, einfach nur F drücken. Gut. Also ich weiß nicht, ob ich den Typen da oben mit seinen vier Armen irgendwie mit dem Beil besiegen sollte. Ach ey, was ist denn hier für ein leckeres Süppchen gemacht worden? Heute ist wieder Gedärmedienstag. Schön. Lecker. Was? Wo ist er? Hallo, mein Freund. So, Träge. Nutz ihn. Komm. Mach ihn wieder mit dem Beil. Mach ihn zu. Wo ist das? Hier, da, in deinem Kopf. So, erstmal ein Flachmann hinterher hier. Auf den Stress. So, er hat tatsächlich eine relativ lange Zeit, wo er nichts macht. Ja, wenn er ausgeholt hat. Und getroffen wurde, hängt er erstmal da wie so ein nasser Lappen, so von 2 bis 3 Sekunden und macht gar nichts. Das ist krass. So, und scheinbar hält das Beil ein bisschen länger. So, warte mal, kann ich ihn jetzt hier auch runterkitzeln einfach? So, wenn ich ihn jetzt ablenke. Ich denke mal, ich muss hier wahrscheinlich langlaufen. Wo muss ich überhaupt hin? Also ich muss hoch. So viel steht schon mal fest. Und die einzige Tür, die ich sehe, die sind hier hinten. Naja, gut. Ich würde mal sagen, wir probieren es einfach mal. Der wird wahrscheinlich ein stärkerer Gegner sein. Aber was soll's? Komm, wir probieren es. Können wir gleich mal checken, wie die Checkpoints sind, wenn ich hier sterbe. Ah! He's coming. So, lad doch mal schneller, mein Freund. Ach, der kann doch nicht. Der kann doch nicht. Kau auf die Kacke, Alter. Ich habe so Glück gerade nur gehabt. Sieht aber auch widerlich aus. Sind das Maden oder was? Das sind doch zwei. Ach, Gottes Willen. Was für eine widerliche Scorn-Scheiße ist das denn, Alter? Was? Wo? Ah. So, er ist und die Axt ist kaputt, das Beil ist kaputt, die Angel ist ja klar, so ein Beil geht nach rechts liegen kaputt, ist ja logisch. So muss das sein, natürlich. Warum? Warum zur Hölle machen die Waffen die kaputt hier? Ich verstehe sowas nicht. Das macht keinen Sinn. Dann sollen sie nicht alle Pupnase irgendwo ein Rohr hinlegen oder so, sondern halt einfach irgendwie dir eh ein Beil am Anfang geben und nachher nochmal ein besseres Beil oder so. Aber die sind kaputt hier von Waffen. Wem bringt denn das was? So, was ist das hier? Juju. Aha, eine Voodoo-Puppe. Von Batman oder was? Gut, nehme ich. Das ist die sogenannte Actionfigur von Batman hier zu der Zeit. So, Grafik ist wirklich über alles erhaben, muss ich sagen. Europalette! Das ist kein Spiel ohne Europalette, Mann. So, oh, was haben wir hier? Das ist noch was zum Schmeißen. Es ist schön, dass ich hier lauter Sachen zum Schmeißen habe, aber springt mal alles nix. Das springt mal alles nix. Hallo? Miss Jackson? Ich erkenne diesen Ort wieder. Das ist Miss Jacksons Seance-Salon. Seance-Salon. Vielleicht hat sie ja irgendwelche Informationen zu Jeremys Talisman. Okay, sag das mal dreimal schnell hintereinander. Seance-Salon, Seance-Salon, Seance-Salon. So, was haben wir da? Es ist der Talisman. Genau wie der in dem Gemälde. Das ist mal eine dicke Brosche. So, okay. Den haben wir. Gut. Da muss ich so eröffnen. Geht gar nicht anders. Ein alter Talisman, der über Jahrhunderte hinweg verändert wurde. Die eingravierten Zahlen scheinen weniger als 100 Jahre alt zu sein. Aber die Basis könnte aus der Antike stammen.
Der polierte schwarze Sonnenstein in der Mitte hat einen gläsernen Schimmer und erweckt hin und wieder den Eindruck, ein Bild in seinem Inneren zu verbergen. Okay. Mit Tab können wir uns das genau ansehen. Aber auch nicht drehen, einfach nur ansehen. Nur angucken, ohne anfassen. Okay. So, den kann ich hier hinlegen. Ich glaube, das ist für den Talisman bestimmt. Na, dann packen wir den mal dahin. Ah, okay, 555. Then if you're 555, then I'm 666. Ich schätze, er braucht Zahlen. Sowie Koordinaten. Vielleicht hat Jeremy dazu etwas notiert. Ach, hey. So, okay, wir gucken gleich mal in das Buch von Jeremy. Vorher schauen wir uns ganz kurz hier nochmal im Raum um. Ah, sieht schon wirklich cool aus. Und man hat auch gleich so ein bisschen Monkey Island-Vibes, die hier mitschwingen. So ganz subtil. It's Voodoo, Baby. So, hier kommen die rein. Es sei denn, mit Batistas Schlüssel? Nee, kannst gar nichts machen. Nee, will er nicht? Nö. Keine Chance. Okay, gut, dann werden wir mal ganz kurz in das Buch schauen. Welches war denn? Talisman-Bauplan? Laut Stern sind drei Zahlen nötig. Okay, 3, 5, 8. Gut. Okay. Schmipp, schmipp. So, nicht, 3, nein, 5, 8. Es zeigt etwas. Ein Ort? Wo ist das? Eine Kuscheldecke. Moment, das ist doch der Tisch, an dem ich stehe. Ha. Bitte wie? Oh Mann, 13 Schuss. Ich bin am Arsch! Detective, ich habe mich schon gefragt, wann Sie kommen. Miss Thompson hat Sie angekündigt. Sie arbeiten angeblich für Jeremy Hartwoods Nichte? Ja, ich schätze schon. Ich meine, Sie haben schon recht. Wir sind wegen Ihres Onkels hier. Ich hatte nur nicht mit dem hier gerechnet. Sie okay. Sind Dr. Gray, ja? Wir haben also ständig irgendwelche Ausfälle. Toll. Sie haben nicht zufällig einen Ausweis, Detective. Ich bin nicht erpicht darauf, dass Fremde hier herumschnüffeln. Hat der Typ mehr Zähne Detective als normale Menschen an seinem Oberkiefer? Peter Street, New Orleans. Mögen Sie das Vieux Carré, Detective? Die alten französischen Viertel, die Voodoo-Leute, die Gangster. Sie leben sicher ein spannendes Leben. Die Geschichten sind übertrieben, Doc. Ich mache nur meinen Job. Tun wir das nicht alle, unseren Job machen? Nun, willkommen in DeSetto, Detective. Ich hoffe, Ihre Zeit hier ist nützlich. Und was kann ich für Sie tun? Verraten Sie mir, wo Jeremy Hartwood ist. Das ist echt geil. Das wäre dann ein kurzer Besuch. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen, aber ich weiß es selbst nicht. Ein Drink, Detective? Gerne ein Brandy. Oh, Sie passen sehr gut ins französische Viertel, Detective. Armagnac oder Cognac? Cognac, bitte. Geben Sie mir den billigen. Ich bin kein großer Connoisseur. Niedrige Ansprüche sind keine Tugend, Detective. Sehen wir doch, ob ich Ihren Horizont erweitern kann. Was wissen Sie über Jeremy? Ich kann Ihnen keine Details über seinen Zustand geben. Mich bindet die ärztliche Schweigepflicht. Das verstehen Sie sicher. Schon. Aber er ist verrückt. Und verschwunden. Warum? Hier. Trinken Sie. Aha, Martini-Glas? So, so. Oh, ist gut. Das ist ein Sidecar. Der Trick ist, keine Angst vor der Säure der Zitrone zu haben. Und um Himmels Willen nicht mit dem Likör übertreiben. Okay. Was können Sie mir über Jeremy sagen? Aha, ja. Mal sehen. Er ist ein ängstlicher Mann, fortwährend in Sorge davor, Dinge könnten nicht nach seinem Modell der Vorsehung ablaufen. Er beschwert sich über Dinge, die nicht in der rechten Reihenfolge ablaufen oder die einfach gar nicht sein sollten.
Technik aber auch jemanden. Ist etwas davon hilfreich für Sie? Nicht wirklich. Ich hatte auf einen Fingerzeig gehofft, wo ich suchen sollte. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Sie sollten mit den Pflegern reden. Die suchen jetzt schon eine ganze Weile nach ihm. Aber die sind doch alle böse. Sie wären sicher dankbar für ihre Hilfe. Sind doch alle Dämonen. Ja, ich habe vorhin mit Baptiste geredet. Genau genommen gab er mir einen Hinweis. Oh, exzellent. Also laufen Ihre Ermittlungen bereits an. Ich gehe dann. Aber wir sehen uns sicher wieder. Ich freue mich schon darauf. Viel Erfolg.